Aber egal. Ist heute vom Gucker. Schulterkreis nach hinten. Heute ist Let's Dance, Ladies. Ihr müsst unbedingt Let's Dance schauen. Ja, unbedingt. Glück haben wir ein neues PC-Spiel gekauft. Und Kreis bitte mit dem Arme groß. Sehr schön. Und seitlich. Seitlich. Und morgen nur noch Samstag. Und dann habt ihr noch mal eine Woche hinter euch. Wahnsinn. Also irgendwie die Wochen gehen schon schnell vorbei. Habt ihr nicht so das Gefühl? Ja. Also ich finde, die Zeit geht schnell vorbei. So allgemein. Nur wenn man und beide jetzt bitte, wenn man dran denkt, wann es endlich wieder alles losgehen kann, dann dauert es halt noch, gell? Also dann ist doch noch ein bisschen lang. Und auf die Seite die Beine. Seite. Step touch, step touch. Und Arme. Hopp, 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 hopp. Hopp und hopp, bleib, Mitte und Arme, 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 Arme und kreisen, 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 hopp, 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 hopp und 20 Jumping Jacks und los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sehr schön. Okay, Schatz. Okay, du darfst kommen. Mädels, los geht's. Schau dir. Ich komm schon. Also, das allererste, was wir machen. Sag mal Hallo, da hast du noch kein Hallo gesagt. Ja, ich habe Hallo gesagt. Servus. Hi miteinander. Und seid gegrüßt. Ganz schnell erklärt. Wir machen, ich hoffe, ihr habt so viel Gewicht. Dass es reicht für alle Übungen. Ja? Das heißt jetzt so, wir werden anfangen mit 60 Sekunden so schnell wie möglich jede Übung auszuführen. 60 Sekunden, das sind 5 Übungen. Die erste Runde sind 5 Übungen, die machen wir nur mit dem Gewicht. Ich zeige sie euch ganz kurz, ich muss aber auch ein bisschen spiegeln, muss ich dazu sagen, weil ich habe das schon lange nicht mehr gemacht. Ich zeige euch ganz kurz die Übungen. Nur eine, die erste. Ja, weil sonst ist zu lang die Zeit. Aber du hast keine Pause. So, schau her. Die erste, was wir machen, ist schnelles Kreuzheben. Ohne Knieeinsatz, schnelles Kreuzheben. Seht ihr das? Von hier? Seitlich, ja, genau. Schnelles Kreuzheben. Ne? Schnell. Ne? Die Gewichte sind hier. Danach drehen wir die Hand und machen Hammer Curls. Hammer Curls für den Bizeps. Ja? Danach gehen wir wieder nach vorne und rudern nach außen. Ja? Danach haben wir die Gewichte hier und ziehen sie auf die Schulter hoch. Die Snatch. Ja? Okay? Was kommt danach? Danach gehen wir runter und machen Kniebeuge mit der Hantel. Danach gehen wir runter und machen den Ausfallschritt im Wechsel. Ach super. Das ist alles. Ach cool. 60 Sekunden jede Übung. Ich sage Wechsel, das heißt, ich sage auch die Übung an. Erste Übung, Kreuzheben ohne Knieeinsatz. Schnelles Kreuzheben. Knie sind weich. Bauch einziehen. Nach vorne leiten. Darf ich die berühren? Wir haben jetzt 8-Jährige. Nein. Oh, Schatzi. Ja? Also. Okay, und ich sage dann die nächste Übung. Bereit? Ich nehme mal eine Uhr zu mir. Wo ist die Uhr? Wo ist die Uhr? Wo ist die Uhr? Bleibst du stehen? Alte Muskulatur, die beste Muskulatur. Echt? Heute sind wir total unorganisiert. Nein, du halt. Ich nicht. Du. Ja, genau. Ich. Ich nicht. Ich nicht. Ich bin organisiert. Ich bin organisiert. Ich bin organisiert. Bauch einziehen, Liris. Po raus. Schieb dein Po raus. Schulter hoch. Bereit? 63 Sekunden. Jetzt. Und los. Schnelle Bewegung. Schnell. Schnell. Das Ziel ist, guck mal, so schnell wie möglich. Ist gut. Genau. Und immer schön in die Streckung gehen. Hüfte vor. Seht mal, ein Typ zeigt was. Ich hab dir. Ja, also stellt euch vor, jetzt hält der Farbige, wo tanzt, bloß ohne kurze Hose und ihr zeigt. Ganz schnell, schnelle Bewegungen, ja? So. Oh, heute fällt mir schwer. Ach, Scheiße. Nein, das sieht super aus. Das sieht super aus. Das sind noch 30 Sekunden, Leute, das sind noch 30 Sekunden. Seht ihr, was in 3 Minuten alles geht? Schnelle Bewegung, muskelfest, bauchfest, rückenfest, Pobackenfest. Gut, die sind sowieso fest. Okay, weiter. Das sind nur 20 Sekunden, seht ihr mal, was in 1 Minute alles geht. Überlegt mal, in 20 Sekunden macht jemand eine bessere Kammerkind, also von dem her los geht's. Was hast du heute?
heute mitgemacht? Ja. Oh Gott. Wir kennen schon wieder. Oh Schatz. Weiter. Wie lange noch? 5 Sekunden. Oh Scheiße. Und von diesen 5 Sekunden, jetzt geht er mit dem Gewicht, zack, hält die Hände hier und Hammer Curls. Und los, Hammer Curls. Eine Minute Hammer Curls. Übrigens, ich arbeite mit 10 Kilo, ich habe es nur getarnt auf 3. Und weiter. Super machst du das, Schatz. Super. Ja? Ganz toll. Oberkörper ruhig lassen und immer schön in die Hand. Bauch einziehen. Genau, eine Minute. Beide Beine. Und Full Range of Motion, das heißt die ganze Länge. Die ganze Länge. Oh ja, die Bindenstoffe. Super. Ja, ich habe langsam kleine Muckis. Alles Ernährung. Ja, die hat volle Pinkstoche. Schöne Struktur hat sie gekriegt mit den Armen. Langsam, ja. Seit sie jetzt jeden Tag was macht, super, ganz toll. Ne? Ich habe nur einmal was gesagt, aus Versehen. Das heißt, gut. Ne? Schön weiter. Schatz, und ich bin sehr dünn, oder? Du bist sowas von dünn, ich kann richtig gut durchgucken. Ne? Schaut her. 5 Sekunden noch. 5 Sekunden noch. Weiter. Make los. Scheiße. Von diesen 5 Sekunden, jetzt geht der runter in die Neigung und rudert. Und rudert. Und rudert. Drüben gerade, Bauch fest und rudert. 1 Minute. Jawohl. Super. Ne? 1 Minute rudern, Vollgas. Schön für den Latissimus. Hier, das ist der Muskel hier am Rücken. Der Speck, der rausguckt beim BH, kann ich nicht nachvollziehen. Bei meinem BH, wie jener ziehen, kann ich keinen Speck. Bauch einziehen, ja, also hier, ein bisschen runtergehen, noch ein bisschen mehr ziehen, genau. Auch hier tiefer, wenn man die Ruder macht, dann auch die Muskulatur hier im inneren Schulterbereich. Ja, super toll. Oh super toll. Oh, warte mal, wir haben 30 Sekunden, nicht los. 30 Sekunden. Noch. Komm, rudern. Jetzt ist es 20 Sekunden. Sieht super aus, Ladies. Es sieht klasse aus. Ihr könnt sowas von stolz sein. Kopf lassen und tief gehen und rudern und immer weiter rudern. Es ist gar nichts. Es sind jetzt noch 10 Sekunden. 5 Sekunden noch jetzt. Lass den Kopf gerade bitte. Weiter ziehen. So, von hier ins Wort und hochziehen. Hochziehen. Komm, hochziehen. Jawohl. Wie groß bist du? Hä? Ich habe mich rasiert. Komm weiter. Und ja, ich weiß, was du machst. Ich bin nicht geizig genug. Nee, ich bin sowas von dir geizig. Ja, nach 8 Jahren, ja, immer noch. Schatzi, geh jetzt weg. Oh, Scheiße. Muss das so schwer sein? Ja, es muss so schwer sein. Kann ich nicht eingewichten? Nein, du kannst kein Gewicht. Das ist doch brutal schwer. Nein, nachher kommt es mit Eingewicht. Nachher kommt es im Wechsel. Komm weiter, wir machen ja das alles nochmal. Ne? Das ist ein bisschen anders. Weiter, sind genau noch ab, wenn ich sage jetzt, sind es nur noch 15 Sekunden ab jetzt. 15 Sekunden, weiter, jetzt ist es 10 Sekunden, super machst du das, klasse Schatz, super, du kannst so stolz auf dich sein. Oh Schatz, sei jetzt ruhig. Weiter, und zack, und jetzt gehen wir in die Kniebeuge, zack, runter in die Kniebeuge, komm, los, gut. Und los, es ist stressig, komm. Schöne Kniebeuge. Schön den Po nach hinten schieben. Oh, Stasi! Nikolausi! Achtet bitte auf eure Knie. Und weiter geht's. Nicht vor eure Füßen gehen. Geht schön tief mit eurem Po. Hallo Jasmin. Schön tief. Bauch einziehen. Schön tief gehen. Oh, Schatzi. Ja, Klaus, Ich habe heute gar keine Lust eigentlich. Ja, du hast sowas von Lust. Ich habe jetzt festgestellt, eigentlich heute habe ich keine Lust. Guck den Finger nach, du hast Lust. Ja? Nein, ich habe Oh Gott. 10 Sekunden noch. Und danach geht er direkt im Wechsel in den Auswahlschritt. Direkt. Ja, brutal. 5 Sekunden noch. Super, Martin, super. Ich bin stolz. Mein Name ist Klaus Kirsch und ich bin euer Trainer. Und zack, jetzt noch Ausfallschritt. Komm, gleich direkt Ausfallschritt. Und los, komm, machst du langsam. Zu viel Pause. Genau. Oh, Schatz. Und mach, komm, im Wechsel, komm. Die Leute gucken doch zu. Leute, nervt mich so brutal. Ja. Jetzt leide ich. Ach, klar. Nerven. Also, ich mach's mal nochmal näher. Hello, guys and girls, my name is Klaus Kirsch and I want you. Mach so ab. Weiter, immer weiter. Ja, immer weiter. Ich habe 30 Minuten gerudert, mir tut alles weh. Weiter. Sind genau nur 20 Sekunden ab jetzt. So.
Danach dürft ihr eine Pause machen, weißt du? Ich fange nicht nochmal an. Doch? Nein. Noch, wir haben noch ein paar. Und Zeit. 2 Minuten Pause, das waren jetzt 6 Minuten Workout. Ja. 6 Minuten Workout. Aua. Bei 5 Übungen, das heißt, eine Minute immer so dazwischen, alle 10 Sekunden wechseln. Also es waren jetzt 5 Minuten Workout eigentlich, ja? Wenn das jetzt genau nimmt, ja? Mädels. 2 Minuten Pause kurz. Und es ist nicht zu wenig, okay? Auch wenn ihr zum Beispiel, es gibt ja die Gymondo oder so Seiten, da gibt es ja auch Workouts, die nur 10 Minuten gehen. Also es ist wirklich, wenn man richtig mitmacht, ist schon sehr effektiv, okay? Also natürlich kann man ja immer mehr machen. Wenn ihr da mehr Zeit habt, nehmt noch mal ein Video dazu. Aber wie gesagt, es ist auch sehr schön, wenn ihr dann, oder gute Leistung, wenn ihr das schon macht, okay? Weiter geht's. So, schon das zweite. Auch wieder. Jetzt ist, kann sein, dass sich 1-2 Übungen wiederholen, aber ich zeige euch die Übungen ganz easy. Das erste, was kommt, ist, wir haben noch eine Minute Zeit, wir rudern einarmig. Das heißt, wenn wir stehen hier und machen auch wieder den Latissimus, 30 Sekunden ziehen wir das Ding hoch, danach wechseln wir das Ganze und 30 Sekunden hoch. Ne? Okay. Immer schön den Bauch anspannen, Ladies, okay, guys? Das nächste ist dann, wir heben die Hand hier, wir haben die Hand hier und machen den Ausfallschritt nur zu einer Seite. Hier. Nach 30 Sekunden wechseln wir das Ganze, die Kurzhand bleibt hier und auf die andere Seite. Das andere ist, dann machen wir einarmig die Snatch. Wie man vorher kennt, beide einarmig. 30 Sekunden hier. Oh, Scheiße. Danach 30 Sekunden wechseln. Danach machen wir den nächsten Ausfallschritt. Beim nächsten Ausfallschritt ist die Hand. Wie lange geht dieses Training? Der nächste auch wieder 5 Minuten. Der nächste Ausfallschritt ist, die Hand ist nach oben und wir machen nur eine Seite. Nach 30 Sekunden wechselt der ganze Spaß auf die andere Seite. Danach haben wir? Fertig. Danach haben wir den Swing, den Kurzhantel-Swing. Das heißt, wir sind hier. Vorsicht auf den Fernseher oder Lampe. Das Teil. Vorsicht auf die Lampe, Mädels. Ja, nicht, dass sie die Lampe bekommt. Hüfte, Bauch schiebt und bremst. Ja? Und die letzte Übung ist dann der Ausfallschritt im Wechsel zur Seite. Ach. Ja, aber das ist gut für die Innenschenkel, gell? Seid ihr bereit? Also nur ein Handel braucht ihr oder eine Flasche, okay? Genau. Bereit, Ladies? Ja, kommt, jetzt ziehen wir jetzt durch. Oh, heute bin ich total schlapp. Okay. Oh, 30 Sekunden ab jetzt. Tiefer stehen, ein bisschen mehr nach vorne stehen, mehr neigen, Arm enger lassen, Oberkörper mehr nach vorne, Mund nach vorne und ziehen. Ja? Du musst auf die Zeit schauen. Ich habe die Zeit im Blick. Ich bin die Zeit. Man nennt mich auch Klaus-Dieter Kirsch die Zeit. 15 Sekunden sind schon vorbei. Wie die Zeit vergeht, wie die Zeit vergeht, wie die Zeit vergeht, wenn man Spaß gemeinsam hat. Oh Gott. Klaus. Wie beim SpongeBob. Klaustrophobie. Schau, Klaustrophobie. Fertig. Und wir wechseln. Klaustrophobie. Ich glaube, heute nervst du mich mehr als Training, Schatz. Klaustrophobie. Danach gleich den Ausfallschritt mit einer Hand auf der Schulter. Ja? Weiterziehen, nicht Pause machen. Ne? Mal Pause. Denkt an eure linke Arm. Okay, und wechseln. Und jetzt Ausfallschritt. Ein und jetzt nur einseitig, genau. Schön und diagonal. Genau. Super, macht sie super. Ne? Sie können fast mal froh sein. Super. Mit schön großen Schritt nach vorne. Genau, Ausfallschritt heißt Ausfallschritt, also lange Schritt nach vorne. Okay? Immer den gleichen Fuß? Immer das gleiche Bein. Fuß ist schwäbisch, aber durch das, dass du unter Schwäbin bist, entschuldige das. Fuß ist das untere, das Bein ist das Ganze. Ja, okay. Echt jetzt? Ja. Ah, egal. Egal. Und wechseln. Andere Seite, Arm wechseln. Und los geht's. Und weiter. Spannung in dem Weiter, viel, den ziehe ich echt an mein imaginärer Hut. Dankeschön. Ja, das 3 Kilo sind wirklich viel. Ja?
Das ist ja klar, wenn man die ganze Zeit alle 6 Jahre Kinder aufs Bett bringt. Hä? Ja, 4 Jahre. Super Kraft. Und wechseln. Cool. Bauch einziehen, Ladies. Und wenig Oberkörper bitte, mehr Arme. Weiter. 10 Sekunden noch. 10 Sekunden noch. Und jetzt Ausfallschritt. Eine Hand nach oben und mit einem, immer mit dem gleichen Bein nach vorne. Und los geht's. Genau, und oben lassen. Super. Super, super, super. Super, super, super. Schön Oberkörper gerade, Ladies. Umso mehr Spannung ihr in den Oberkörper habt, umso leichter ist das. Schön tief gehen mit deinen Knie. Ihr könnt auch ein bisschen langsamer machen. Lasst euch Zeit. Wechsel. An das Bein und los geht's. Komm. Ich stelle mich mal seitlich. Und los. 10. Seht ihr, wir sind ja gar nicht so lange online und schon haben wir schon 2 Runden gemacht. Wir sind schon jetzt bei 20 Minuten online. Ja? 5 Minuten Vorgang. 10 aber das Sekunden ist doch die letzte Runde, oder? Ja, sie wird schon noch im Fett. Nein. Und Zeit. So, jetzt hebt ihr das Ding in die Mitte, schneller. Und jetzt schwingt ihr noch. Schwingen und Hüfte vor, Hüfte vor, Hüfte vor. Durchschwingen, ohne Druck. Locker lassen, wie wenn es nach hinten schmeißt. Ohne Druck, genau. Schwingen. Aber hier, die Hüfte, die ist weich, Lizzi. Ja. Hüfte. Oh, Mikros bin ich so. Bauch anspannen, leicht. Genau, Bauch und Rücken gerade. Ah, jetzt spür dich. Ja, genau. Aua, aber ich spüre meinen Kaiserschnitt. Kann man nicht nachvollziehen. Die Lappe. Es ist eigentlich, macht man auch viel mit der Kettlebell. Das Swing mit der Kettlebell, ja? Von hier mit der Kettlebell. Oh. Tiefer runter, noch 30, 40, 20 Sekunden. Ein guter Freund von mir macht nur Kettlebell. Und wenn wir wieder normal anlaufen, frage ich ihn, ob er uns ein Kettlebell-Seminar bei uns macht. Ja? Reines Kettlebell, da lernt man mit der Kettlebell umzugehen. Geile Kugel. Ja? Weiter. Und Zeit. Und jetzt den Ausfallschritt seitlich. Die Hand leer heben und zur Seite gehen. Beine zusammen. Einmal links und einmal rechts rum. Genau. Letzte Übung. Schieb den Po nach hinten. Genau. Schön tief. Ausatmen. Oberkörper gerade. Kommt, Ladies. Nicht aufgeben. Weiter. Schön lang. Achte auf dein Knie über deinen Fuß. Komm. Weiter. Wie lange noch? Warte mal, 7-5 Sekunden. Und löse. Zeig. Das war die zweite Runde. Es würde jetzt natürlich noch eine dritte Runde geben. Okay. Ja. Okay, machen wir schnell. Oder? Wie ihr wollt. Wer ist noch dabei? Kannst du Schuhe anziehen wegen Springen? Ladies, machen wir. Okay. Kannst du Schuhe anziehen? Nein. Wegen Springen? Ja. Also dann los. Zeigst du schon mal vor. Ja, schau dir. Die erste Übung, ganz normale Kniebeuge. Hm? Die erste Übung ist die ganz normale Kniebeuge. Und die Spitzen? Die erste Übung ist die ganz normale Kniebeuge. Schnelle, 1 Minute Kniebeuge. Ja? Die zweite Übung, muss ich gerade gucken, ist die Judo-Liegestütz. Das heißt, wir sind hier, wir starten hier. In der Liegestützposition. Wir gehen runter, Becken hoch und wieder zurück. Ja. Oh, kennt man eigentlich auch vom Pilates oder vom Yoga. Ja. Von hier und wieder am Ding zurück und das Gesäß nach oben. Die dritte ist eigentlich. Probiert es einfach. Ja. Schaffen wir nicht, gibt es nicht, probiert es einfach. Ja. Von hier ganz einfach die Sumo-Athletik-Squats. Ja. Springen. Damals die Schule okay. Springen, die Sumo-Athletik-Squats. Und die vierte ist Sprinten. Sprinten wir dann eine Sprintschule. Wenn wir nicht das Stark. Und dann ja. Ja. Und das andere ist das Sprinten auf dem Boden. Er ist heute nicht kompromissfähig. Das Sprinten auf dem Boden, wo man dann Gas gibt. Ja? Okay, ist bereit. Ja, allerletzte Runde, okay?
Mami, jetzt bin ich langsam hin über dieses. Komm, stark, eine Minute Kniebeuge. Ich weiß nicht. Kniebeuge, normale Kniebeuge, schnell. Eine Minute schnelle Kniebeuge. Genau, eine Minute lang. Schnelle Kniebeuge. Schnelle Kniebeuge. Po nach hinten, Ladies. Ja, genau. So hätte ich es gern. Bauch einziehen. Rede, weil sonst hört man, wie ich atme. Ich sage euch noch einmal was dazu, wenn wir fertig sind. 30 Sekunden noch, schnelle Kniebeuge. Jetzt sind wir natürlich tatsächlich, das ist ein Workout für unterwegs. Ja? Wenn ihr irgendwo hinfährt, im Wald oder so, allein. Das ist kein Moment, wenn ihr in den Urlaub geht, sondern halt. Immer, könnt ihr immer machen. Ja? In der Zeit, eine Minute ist nichts. Ich bestimmt schon. Nein, ist schon nicht mehr. Nein, nein. Ich will sie jetzt kommen. Will ich dich anlügen mit der Zeit? Meine Leute wissen, ich schwindel. 10 Sekunden noch, okay? Oh, Scheiße. Ich schwindel nie mit der Zeit. Nie. Von hier geht ihr direkt in den Sumo Athletic Squat, das heißt, ihr springt ab jetzt. Squat. Ich habe nicht gesehen, was Squat. Du gemacht hast. Springen. Ach so. Springen. Hopp. Und los, komm, springen. Eine Minute, springen. Jawohl. Super sieht es aus. Super. Super. Komm, wir springen, ich höre gar nichts. Weiter. Das ist brutal anstrengend, oder? Ich weiß, ja. Oh Gott. Weiter, noch 20 Sekunden. Ja, ja, ich weiß, das ist anstrengend. Alles gut. Mach kurze Pause, ausschütteln. Wie schwindelig bist du? Ausschütteln, wieder einsteigen. Ausschütteln, wieder einsteigen. Ihr seid doch in eurem Körper drin. Ihr wisst, was geht, ihr wisst, was nicht geht. Jetzt, wenn ihr geht, kurz ausschütteln, so wie ich sie auch gemacht habe. Ja, und fertig. Falsche Ehrgeiz bringt gar nichts, wenn ihr umkippt und Schnappatmung habt. Und Zeit. So, nächste Übung: Judo-Liegestütz. Die Judo-Liegestütz. Ganz einfach, ihr in der Stützposition. Gesäß ist nach oben. Gesäß nach oben. Genau, weiter nach. Genau, und jetzt unten durchschieben. Nein. Von hier, ganz easy. Von hier, unten durch und wieder zurück. Unten durch. Ja, habe ich doch gemacht. Aber man sieht es nicht bei mir. Okay, unten durch. Macht so gut es geht und wieder zurück. Macht es so gut es geht, egal wie, aber macht's. Ne? Das bringt nichts, ich schaff's nicht. Mach. Und es ist total rutschig. Mach, ich stehe an deinen Füßen. Und wieder zurück. Unten durch und wieder zurück. Warum? Da gehen nur 20 Sekunden, sehen es, das geht und wieder zurück. Dann schieb ich halt, ja? Das Ziel ist, in 15 Minuten drei Übungen zu machen, eigentlich mit so vielen Wiederholungen wie geht. Und wir machen nur eine Minute. Ne? Aber wir haben drei Runden gemacht. Okay. Bereit? Zeit? Und das nächste ist jetzt auf dem Boden sitzen. Sitzen und sprinten. Sprinten. Jetzt nicht mal sprinten. Auf dem Boden. Genau, und los geht's. Genau. Eine Minute. Ja, komm, schön. Oh, shake it, sprinte, wie wenn ihr rennen würdet. Wie wenn ihr rennen würdet, nur bewegen, nur wenn ihr rennt. Schnell. Der ganze Oberkörper bewegt sich, die Liko schaut nach vorne, weil es kennt ein guter Typ vorbeilaufen, seht ein guter Typ laufen. Hey, bin ich am Schritt oder was? Ja, so ungefähr. Ja? Weiter, sprint. Nur 30 Sekunden, weiter sprint. Und der ganze Oberkörper bewegt sich, macht die Hände krank und er schaut nach vorne und es sieht super aus. Shake it. Sind wie die russischen Twist, dieselbe Bauchmuskulatur, wird jetzt so, mach. Mach. Das ist so, wie wenn du von mir wegrennst, weil jetzt viel geht. Ja. Also mach, schnell. 15 Sekunden noch. Super macht ihr das, super. Gib nochmal Gas. Ich renne hinterher. Oh, schnell. Nein, weiter 5 Sekunden noch. Komm. Und Zeit. Das nervt so. Jetzt mein Po tut weh von gestern vom Fahrradfahren. Also. Wir waren tatsächlich 3,5 Stunden auf dem Fahrrad. Die Elemente, wenn ihr drauf Bock habt, sind alles Elemente von der Do-It-Formel. Ne? Mittwochs bei der Nadine, sobald der Unterricht wieder anfängt, Elemente von der Do-It-Formel. Ich dehne schon im Hintergrund. Eins ist immer dabei. Das waren jetzt zweimal Kurzhantelzirkel. Einmal ein Mix-Zirkel, sagen wir es mal so. Aber wie gesagt, alles sind Elemente von der Do-It-Formel, die mittwochs ja bei uns einen guten Zulauf hat, sobald das Studio wieder aufmacht, wenn ihr mal Bock habt, reinzugucken. Der Unterschied ist nur bei der Do-It-Formel im KMT, ist es so, dass wir den TRX immer noch dabei haben. Das sind die gelben Bänder, die an der Decke hängen. Die sind eigentlich ein fester Bestandteil von der Do-It-Formel. Ja? Also wie gesagt, wenn ihr Bock drauf habt, mittwochs
18.15 Uhr, glaube ich, ja, bei der Nadine. Ja, die Duet-Formel. Wie gesagt, bei dem letzten Workout, wenn ihr unterwegs seid, das letzte, ist wirklich das Ziel. Wir haben nur eine Minute gemacht, so viel Übungen, so viel Wiederholungen in einer Minute. Das Ziel ist eigentlich, in 15 Minuten drei Übungen, so viel wie wirklich Wiederholungen zu machen. Das heißt, ich habe drei Übungen, a 5 Minuten und dann Vollgas gehen. Aber wir haben schon viel gemacht jetzt im Moment und darum drei Runden ohne TRX. Respekt, hat sie wirklich gut gemacht. Wie gesagt, da gibt es auch normalerweise jetzt den Hurricane 2, würde ich gerne noch mit dir machen nächste Woche. Der gehört auch zur Do-It-Formel, der Hurricane. Der ist auch mit einer Kurzhantel plus Sprinten. Der Hurricane 2, die wo schon mitmachen kennt, das ist mit der Springerei, mit dem Sprinten und dann die Übung dazu, über das Handtuch springen. Und dazu gibt es halt noch den Hurricane 3. Ja? Okay, Iriko, bist du fleißig. Ich bin so stolz auf dich, schreibt Jasmin. Danke, Jasmin. Ich gebe es dir weiter, sobald es wieder rühren kann. In diesem Sinne, ich bin von meiner Seite aus durch. Ich esse jetzt mein Knoblauch-China-Zeug weiter, weil es ist jetzt zwar kalt, aber kaltes Essen macht schön. Und dann werde ich gemütlich einen Kaffee trinken. In diesem Sinne, passt euch auf. Ich habe chinesisch gekocht. Einen schönen Tag. Ciao miteinander. Tschüss, Schatzi. Danke dir. Okay, ich muss sagen, es nervt zwar wahnsinnig, dass er hinter mir steht und mich so sehr motiviert, aber ich sage euch eins. Warum? Weil ich auch einfach ehrgeizig bin und will ich mehr machen. Und ich würde schneller aufgeben, muss ich euch ehrlich sagen, wenn ihr nicht mich so motivieren würde. Also deswegen ist es immer gut, wenn ihr mit jemandem macht, auch wenn ihr online macht, auch wenn es niemand bei euch ist, der wo es macht mit euch. Macht einfach dann online und dann wisst ihr, okay, dann nur noch ein bisschen, nur noch ein bisschen, nur noch ein bisschen. Ja, genau. Und ich muss sagen, heute ist ja einfach für mich ein bisschen schwieriger vom körperlichen her. Ihr wisst ja, wenn Frauen einfach ein bisschen ihre Sachen haben, genau, dann ist es etwas schwieriger, diese Leistung zu bringen. Aber ich habe es heute hinter mir. Ich bin ja stolz. Und Mädels, Sport ist eine Sache. Aber Ernährung, ich kann euch nicht immer genug sagen. Liebt euch so sehr, sollt ihr euch lieben, dass ihr euch immer wieder was gönnt und immer und trotzdem mit euch schön umgeht durch niemand die Ernährung. Niemand wollte meine Ernährungstipps haben. Er redet immer noch. Ja, brutal heute. Niemand. Mädels, schaut her. Es gibt einen Spruch und mein Sohn hat es in seinen Hausaufgaben gehabt auf Englisch. Aber ich kann es auf Englisch nicht mehr so genau sagen. Aber sogar, er hat es verstanden. Man isst, was man isst. Ja, und deswegen denkt immer gut dran, vor ihr das isst, was eigentlich ihr wisst, auch jetzt heute sollte doch nicht mehr sein, vielleicht erst morgen oder so. Überlegt euch einfach und wie gesagt, schätzt euch so sehr, dass ihr, wenn ihr ein Leben habt, das in diesem Körper lebt, der ihr euch vorstellen könnt. Ja? Ihr sollt euch schon so lieben, wie ihr seid, aber trotzdem mit euch schön umgehen, weil, wie ist auch mit den Kindern, wir lieben unsere Kinder über alles. Und trotzdem geben wir denen nicht den ganzen Tag Schokolade oder Burger oder so. Ja? Also ich sage schon hart zu meinen Kindern, nein, heute nichts mehr. Oder wenn sie uns abends fragen, kann ich noch ein Pudding? Nein, nicht mehr, weil heute hattest du schon Eis. Und dann gebe ich denen so viel zum Schokolade dazu. Das darf aber auch sein. Aber es geht einfach darum, zum Beispiel kaufe ich dann Karotten abends für sie zum Naschen oder mache ich dann noch einen Obstteller, wenn sie unbedingt abends noch naschen wollen. Also deswegen geht eigentlich genau so mit euch um, wie mit den liebsten Personen, die ihr euch an eurer Seite habt. Weil dann wisst ihr Bescheid, was ihr zu tun habt, okay? Schätzt euch so viel und nochmal, ihr müsst einen Tag vorher planen, weil auf die Schnelle geht das nie gut. Ja, sondern einfach schon einen Tag vorher sagen, okay, morgen habe ich das und das und das vormittags, mittags, abends. Weil ganz ehrlich, das sind vielleicht von Gedanken her 5 Minuten, nicht mal. Und von Einkaufen her auch kann man das einplanen. Und in diese 5 Minuten beschäftigt ihr euch auch vielleicht mit anderen falschen Sachen, was man nicht sein sollte. Ja? Und deswegen, nehmt euch einfach die Zeit, liebt euch selbst, so wie ihr seid. Aber trotzdem geht mit euch schön um. Und dann
Macht ihr alles richtig, auch mit der Ernährung, auch mit dem Sport, auch mit Weggehen, auch mit mal was trinken, auch mit Süßem, mit allem. Ja, ihr belohnt euch dann mit was Süßem und alles. Ich habe auch gesagt, ja, jetzt kann jetzt irgendwann die Tage werde ich mal ein Brownie essen mit Eis, dann freue ich mich drauf, ja. Aber das muss halt nicht jeden Tag sein oder nicht an dem Tag, wo es schon Pizza gibt und sonstiges. Und einen Tipp sage ich euch noch. Cheat Day. Sind zwar okay, sagen viele, ha, mach immer Cheat Day, das ist gut. Also nachdem ich mich jetzt mit viel beschäftige, mit vielen Sachen, ich finde die Meinungen von denen, die wo sagen, einfach mal immer wieder etwas Ungesundes zu euch führen, ist es besser, als eine komplette Cheat Day zu machen. Solltet ihr euch trotzdem für Cheat Day entscheiden, solltet ihr nie immer an den gleichen Tag machen. Nicht immer Sonntag, weil euer Körper gewöhnt sich dran. Oder nicht immer Samstag, sondern immer wieder im Wechsel. Ja, dass der Körper einfach mal überrascht wird und wieder hat zu was zum Arbeiten. Und lieber macht so, dass ihr einfach immer wieder nur was Ungesundes zu euch führt. Das heißt, in zwei Tagen, also in zwei, drei Tagen ein Eis oder ein Pizza oder so. Und der Körper verarbeitet dann immer wieder. Der arbeitet immer wieder mit bisschen schwere Sachen, dann wieder leichte Sachen, dann wieder schwere Sachen. Also der ist dann viel mehr eure Stoffwechsel einfach in Bewegung gebracht und hat es viel leichter. Okay? Also ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Tipp geben, auch zu diesem Cheat Day. Also kein Cheat Day am besten, sondern immer wieder was Ungesundes. Und am hauptsächlich 80% gesund und der Rest einfach, was euch schmeckt. Genau. Und dann müsst ihr eigentlich sehen, Veränderungen an eurem Körper. Ich sehe das, ich bin jetzt genau so wie vorm Sami. Vor Sami war ich mit meiner Figur sehr, sehr, sehr zufrieden. Ich habe aber auch damals viel Krafttraining gemacht, gell, Schatzi, in Rumänien und so. Ja. Und auch mit der Ernährung. Und jetzt habe ich endlich wieder ungefähr für mich dieses Gefühl. Jetzt lasse ich euch, jetzt habe ich genug geredet. Aber wie gesagt, macht alle unsere Videos nach. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und genießt noch euren Tag. Tschüss!